Hallo liebe Imkerfreunde und herzlich willkommen im neuen Jahr 2018. Wir haben heute den 1. Januar und es ist Vormittag, noch ziemlich kühl, es weht auch ein ziemlich starker Wind, aber ich denke heute Nachmittag werden die Bienen noch mal schön fliegen können. Den gestrigen Tag haben auch schon die meisten meiner Völker für einen Reinigungsflug genutzt. Wie zum Ende des letzten Videos versprochen, wollen wir uns nun diesem einzahligen Mini Plus widmen. Ich habe hier in die 6 Mini Plus Rähmchen die Oberträger aus einem Kieler Begattungskästchen mittels Kabelbinder angeknüpft und das Völkchen eine Weile darin noch bauen lassen und auch gefüttert. Ich denke, das Futter würde auch noch einen halben Monat oder so reichen. Aber bei nur 6 Waben ist halt nicht viel Kapazität vorhanden und ich möchte heute Futterteig auflegen. Der Bienensitz des Völkchens ist hier im hinteren Teil des Kastens und ich habe ein Paket Futterteig Apifonda 2,5 Kilo fertig vorbereitet, leicht angewärmt und werde da jetzt ein Loch hineinschneiden auf der Unterseite der Folie, was genau über dem Bienensitz später platziert werden wird. So, das ist das Teigpaket und hier habe ich jetzt einen ca. 2,5 cm breiten und 5-6 cm langen Schlitz hineingeschnitten. Ich werde diesen Teig so rum auf die Oberträger des Mini Plus auflegen. Ich werde keine Distanzhölzer benutzen, weil die Bienen bei dieser Breite auf jeden Fall aus 2 Wabengassen sehr komfortabel an den Futterteig gelangen können. Auch am Neujahrstag darf ein funktionierender Smoker nicht fehlen. Hier mal ein kurzer Blick in das Völkchen. Futter wäre noch genug vorhanden, aber wie gesagt, wir wollen kein Risiko eingehen. So, mit dem Wind war das jetzt gerade gar nicht so einfach, aber ich wollte gerne noch eine Folie über den Futterteigklumpen spannen, einfach damit die Bienen hier nicht oben den ganzen Raum belaufen und erwärmen müssen. Hier hinein packe ich jetzt noch ein Kissen und dann mache ich den Kasten wieder zu. So, ich habe jetzt noch eine dicke Schicht Schaumstoff in die Zarge gepackt und obendrauf einen großen schweren Stein gelegt, weil die obere Zarge natürlich sehr leicht ist und bei starkem Wind sonst natürlich wegfliegen würde. Ich werde jetzt die Folie ringsrum noch ein bisschen abschneiden und einkürzen, damit das nicht so rumwedelt. Und dann ist dieses Volk mindestens für die nächsten 1,5 bis 2 Monate gut versorgt. Und eigentlich braucht man nur gelegentlich mal reingucken, wie viel von dem Futterteig sie schon verbraucht haben.
So, das war's an dieser Stelle von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und Freude mit euren Bienen. Tschüss!